Freunde, wir alle haben sie. Naja, fast alle. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass soziale Netzwerke wie zum Beispiel SchülerVZ, MeinVZ, Facebook dafür sorgen, dass der Begriff Freunde sinnentleert wird. Normalerweise lernt man sich kennen, man mag sich. Und wenn man möchte, dann befreundet man sich. Der Rest sind alles Schulfreunde, Bekannte, Kollegen, Feinde oder Familie. Ich will mich doch wenigstens für den Nachnamen oder für die Hobbys meines Freundes interessieren und nicht einfach jeden adden. Nicht nur, dass der Begriff Freunde sinnentleert wird, meiner Meinung nach, sondern auch die Mitgliedschaft wird völlig überbewertet. Sei es auf die Art. Ja. Ja. Sag mal, du kannst mich ja adden. Mein Name ist da. Wie, du bist nicht angemeldet. Hä, und wie wollen wir jetzt in Kontakt bleiben? Oder auf die. Ich glaube, er meint es ernst mit mir. Er hat mich als Freund geaddet. Oder so. Na, wie geht's? Tu nicht so. Es geht mit dir. Das weißt du ganz genau. Ich habe gestern gesehen, dass du mir die Freundschaft bei StudiVZ gekündigt hast. Nee, hab ich nicht. Ich hab. Lüg doch nicht. Du kannst mir ruhig ins Gesicht sagen, wenn dir unsere Freundschaft nichts mehr wert ist. Ich habe dir alles anvertraut. Wir waren beste Freunde. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Und jetzt schmeißt du alles hin. Wir waren wie beste Freunde. Ich erkenne dich gar nicht mehr. Warum tust du mir das Alter, an? Jenny, jetzt chill mal. Ich hab mein Konto gelöscht. Oh. Okay. Dann ist alles noch gut zwischen uns. Hast du am Wochenende Zeit? Wo wären wir ohne soziale Netzwerke? Man mag es sich kaum vorstellen. Naja, ihr könnt mich ja, wenn ihr möchtet, auf mein VZ adden. Einfach Funky Girl auseinandergeschrieben suchen. Denn auch ich definiere mein Selbstwertgefühl über die Anzahl meiner Freunde und momentan bin ich so allein.